herzlich willkommen zu einer neuen Folge Conan Exiles mit den Abenteuern unserer Schildmaid. Ja, ist jetzt ein etwas anderer Start als normal. Wir sind im Kreativmodus und schweben in der Luft und der Grund dafür ist, ich wollte nochmal mit euch einen Gesamtblick über unser bisheriges Dorf machen. Ich habe mich wahrscheinlich auch durch den guten Rumpel ein bisschen dazu animiert gefühlt, jetzt unser Dorf noch mal ein wenig zu überarbeiten. Ich werde jetzt damit beginnen, das, was wir jetzt hier an Gebäuden haben und so weiter, abzureißen. Und dann mit den Materialien, die wir uns da zurückholen, unsere Stadt ein bisschen neu aufzubauen. Nur ich muss erst die Gebäude wegkriegen, damit ich überhaupt so einen Gesamteindruck über die Fläche bekomme. Und wir werden jetzt die Türme in der Mitte und so, das wird verschwinden, weil ja doch sehr viel Platz wegnehmen. Ich denke, dass ich an den Rändern halt, an den Ecken, jeweils einen Wachturm mache oder so. Und dann mal sehen, wie wir das hier neu aufteilen. Es kann also sein, dass wir durchaus demnächst auch mal wieder die ein oder andere Baufolge haben werden. Es werden wahrscheinlich auch noch die ein oder andere Mod hinzukommen. Gerade wenn es jetzt darum geht, um Deko-Sachen und so. Ja, mal gucken. Ich habe mir jetzt ein bisschen Tavernendeko habe ich mir noch dazu schon mal runtergeladen. Dann hatte ich mir eine Soundmod runtergeladen, aber die gefiel Conan nicht. Aber auch da gibt es ja mehrere, da probiere ich dann auch noch mal ein bisschen rum. Dass wir dann auch ein bisschen Musik hier haben oder so ein bisschen Ambiente. Dann werde ich meinen Schwalz auch hier ein bisschen Leben einhauchen. Ich muss halt nur immer dran denken, dass ich Safe Games mache, damit uns hier nicht das ganze Let's Play abhanden kommt. Ich würde jetzt sagen, ich reiße jetzt erstmal ab und versuche dabei, das Chaos so gering wie möglich zu halten. Nur, ich werde dann auch Werkbänke, Kisten immer wieder von A nach B und zu C und dann wieder nach A räumen müssen. Mal gucken. Jetzt geht es erstmal darum, hier klar Schiff zu machen. Und ich denke, dann melde ich mich gleich wieder, in Anführungsstrichen, wenn wir hier eine freie Grundfläche haben. Und vielleicht mache ich schon mal die Wachtürme an den Ecken hin. Mal sehen. Ich melde mich dann gleich wieder und dann gucken wir, wie es weitergeht. Jetzt wird erstmal abgerissen. Bis gleich. Viele Stunden später bin ich dann auch wieder zurück. Ja, und dann nochmal, hallo. Ich habe so ein bisschen was angefangen umzubauen, abzureißen. Die unterste Reihe habe ich jetzt mal aus Stein gemacht. Zum Teil zumindest. Ich muss nochmal sehen, ob ich das so lasse. Weil an manchen Stellen habe ich halt dann die Foundations trotzdem rausgucken, so wie hier. Und hier muss ich mir noch überlegen, weil wenn ich das mache, bricht mir natürlich auch immer von oben wieder was ein. Aber mal gucken. Es kann also durchaus sein, dass wir noch so ein bisschen nemidisch mit hier reinbasteln. Gehen wir es mal rein. So, hier unten. Die Räder stehen jetzt alle auf der Seite im Moment. Wir haben jetzt einen durchgehenden Wehrgang, der jetzt hier nur unterbrochen wird durch das Tor. Ansonsten können wir einmal komplett um die ganze Base laufen. Oh, hier hängt noch ein Gorillakopf. So, weg ist er. Der Wachturm, den muss ich noch ein bisschen höher machen. Der ist noch so, wie er war.
Gehen wir einmal kurz hier komplett rum. Nächster Wachturm. Dann geht's wieder nach unten. Und dann sind wir quasi wieder vorne an dem Wachturm. An dem Wachturm habe ich jetzt oben diese Zinnen gemacht anstelle der Zäune. Ja. Und ja, der Tierfleck steht jetzt einmal hier unten bisher. Hier habe ich an den Übergängen diese doppelten Türrahmen genommen. Um da eine möglichst saubere Lücke hinzukriegen. Ja, hier unten werde ich wohl auf die Ebene wahrscheinlich so den Handwerker hinmachen. Mal gucken. Mal gucken, mal gucken. Ist alles noch nicht in Stein gemeißelt. Hier oben wäre dann gegebenenfalls erstmal alles frei, diese Fläche. Zur freien Verfügung. Hier steht unser Schrein. Hier käme jetzt eventuell eine Schatzkammer hin. Ich habe das schon mal wieder alles so einigermaßen positioniert. Ich habe auch hier so einen kleinen Goldhaufen gebaut. Und ja, hier oben, das habe ich auf Säulen gestellt. Und hier soll dann unsere Taverne entstehen. Oh, hier der Tresen. Und dann weiß ich noch nicht, würde ich vielleicht eine abgetrennte Küche noch machen oder so. Mal gucken. Mal gucken. Das wird bestimmt auch noch ein bisschen dauern, bis das alles fertig ist. Jetzt möchte ich nur mal eben kurz etwas machen, und zwar geht sofort weiter. Nein. Oh. Komm schon. Komm, enttäusch mich nicht. Hier. 3, 4. Dass das Gras hier bedeckt ist hinterher. So. Und dann machen wir hier mal eine Bühne hin. Ist die Wand. So. Und dann stellen wir da gleich unsere Tänzerin drauf. Wenn ich gleich sage, weiß ich nicht. Oder wir machen es direkt. Dann haben wir es erledigt. Die Ladies mal hoch. Ich würde auch sagen, wir fangen heute hier mit unserer Taverne an. Du brauchst dringend noch was anderes zum Anziehen. Jo. Ich weiß nur noch nicht, ob ich die Wände hier aus Stein unten rum mache. Da bin ich mir noch nicht sicher.
hier kommen wir hoch. Muss ich mir gleich mal angucken, wie mir das gefällt. Für den Fall, dass ich das abtrenne. Nur mal so. Könnten auch. Ja, so wird mir zu eng. Müsste ich den Tresen wieder ein Stück rüber machen. Ja, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir die Küche auch in eine andere Ecke. Ja, auch drauf an, welche Mods ich noch mit dazu nehme. Aber ich glaube, wir werden schon ganz schön hoch hier. Und da jetzt noch ein Dach drauf kommt. Weil dann brauchen die NPCs auch ein Bett zum Schlafen. Das wird aber ganz schön hoch. Naja, gucken wir erstmal. Vielleicht wird es auch zu hoch. Ich glaube, das wird zu hoch. Weil wir kommen ja mit einer. Nein! Das hängt schon an dem Dach da oben. Kommen wir mit einer Lage gar nicht hin. Mal ausprobieren. Unsere Gäste haben schon Spaß, das ist doch auch toll. Sie natürlich auch nicht, ob ich hier genug Haltbarkeit rein, also meine Struktur hier stabil genug ist. Wegen den Säulen darunter. Oder ob ich noch mehr Säulen setzen muss.
Mit den Dächern habe ich doch echt nicht, ne? Liegt es jetzt. Okay. Dann ziehen wir halt eine Zwischendecke ein. Wo ich jetzt hier lange rumexperimentiere. Oh, ganz schön rot. Zu rot. Ich muss Säulen setzen noch. War ich ein bisschen zu geizig. Nicht so geizig, ja. Gibt's auch jetzt nicht. Mach ich immer noch nicht. Mensch. But we can always add more to the pile. Nächster Versuch. Heute ist ja Sonntag. Ich bin den ganzen Tag ehrlich im Glauben gewesen. Ich bin auf die Seite. Was ist denn da eigentlich? Und die erstmal wieder weg. Darüber komme ich nicht. Ich versuche es. Was soll ich machen? Aber ich wollte da nicht noch eine Foundation höher gehen. Jetzt hätte alles so extrem in der Luft gehangen.
Das reicht immer noch nicht. Kann doch nicht wahr sein. Bleib doch mal da. Ich will da keine Foundations hin haben. So ein Ärger. Es muss doch links reichen. Jetzt aber. Jetzt reicht's. Ja, da bin ich mir sicher. Ich wollte jetzt gerade sagen, ich hätte gerne heute die Taverne fertig, aber fertig werden wir die garantiert nicht bekommen. Wir könnten sogar na, weil das wird ja doch ganz schön hoch, ja, das Dach. Kriege ich da jetzt wieder nichts drauf? Das kann doch nicht wahr sein. Was ist denn los mit den Dächern? Testen. Das kann doch nicht. Die müssen doch auch so aufeinander snappen. Was ist denn los? Das kann doch nicht sein. Dass ich jedes Mal ein Dach noch dazwischen bauen muss. Egal. Egal. Mache ich mir jetzt keine Gedanken nochmal. Ich werde das hier wahrscheinlich eh nochmal umbauen. So wie ich mich und das Spiel kenne. Von daher. Jetzt will ich schon mal gucken. Was eine große Kneipe, würde ich sagen. Angemessen. Nemidisch sieht doch schon toll aus. Bei Nemidisch wünsche ich mir nur die, es gäbe auch richtig Steinfoundations. Oder dass die von mir aus von oben Holz sind, aber die Seiten halt aus dem Stein. Das wäre schön. Aber man kann ja nicht alles haben. Naja, auf jeden Fall war ich den ganzen Tag im Glauben, heute wäre Samstag. Und ich war ziemlich überrascht, dass heute Sonntag ist. Keine Ahnung, wo der Samstag geblieben ist. Tja. Jetzt habe ich eine Gaststätte.
eine Taverne. Ich hatte zuerst gedacht, wir könnten das Dach noch nutzen, um da Zimmer reinzumachen, wo die NPCs schlafen gehen können. Ich bin mir auch noch nicht sicher, ob ich da wirklich so eine riesen Schatzkammer baue. Jetzt sitze ich hier, starre wieder ins Leere. Da, der Turm, der muss noch höher. Der ist noch auf dem alten Niveau. Aber ist nicht ganz so dringend. Ich weiß auch noch nicht, ob ich eine große Schmelze mache. Weil eigentlich mag ich meine kleinen Schmelzen. Und ob die jetzt länger brauchen oder kürzer oder ob ich da ein Kohle mehr oder weniger verbrauche, ist mir ehrlich gesagt vollkommen egal. Um Effizienz geht es mir hier überhaupt nicht. So viel stelle ich da nun auch nicht her. Normalerweise laufen die Schmelzen ja auch immer. Ich glaube, der Schrein muss da wieder weg. Ja, ich glaube, hier wird jetzt gerade nicht mehr viel passieren. Und ich muss mir jetzt erstmal so ein, zwei Gedanken machen, wie ich es denn machen möchte. Ich würde sagen, wir gucken noch mal kurz von oben. Ist jetzt natürlich noch ziemlich leer. Der Turm sieht ein bisschen krüppelig aus. Die haben auch nicht so 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5. Ja, der musste höher wegen dem Vorsprung da. Oder ich habe mich da einfach nur verzählt. Aber das sind so Sachen, die mache ich dann, wenn später irgendwann mal. Ja, ich weiß auch nicht, wie ich die Gebäudeeinteilung mache. Ob ich einzelne Gebäude mache für die Berufe. Ob ich ein großes mache. Aber ja, ich weiß es nicht. Das wird sich die nächsten Tage zeigen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob wir jetzt die ganze Zeit hier in einem Stück bauen werden. Ich glaube es mir eher nicht. Ich denke, dass ich hier immer wieder mal ein bisschen was mache. Wenn mir was einfällt, wie ich es machen möchte. Und ansonsten gehen wir unserem normalen Tageswerk nach. Nun gut, da ich ja jetzt davon überrascht wurde, dass heute Sonntag ist, werde ich jetzt mal ganz schnell die Folge hochladen. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.